So, jetzt genießen wir mal. Nicht mal halb steif. Jetzt ganz steif. So, jetzt genießen wir das jetzt hier mal, Leute. Komm. This crown of ash and salt, their kindness calls to me. I have to block it out. My voice has grown so somber. These words don't seem like mine. But the iron won't subside. No matter, no matter what I try. Und Funke. Ha, hab noch nie jemand gesehen, der auf einem der Dinger reitet. Ha. Komm ich so nach Fahrlicht? Ja, das heißt eigentlich. Nur nicht heute. Noch nicht. Und wieso nicht? Naja, der Schrecken. Das ganze Tal ist verseucht von Maschinen. Maschinen sind kein Problem. Tja, das glaube ich dir, aber ich habe strikten Befehl, erst zu fahren, wenn der Pfiff von Kettenkratz das okay gibt. Hör zu. Ich bin nicht so weit gereist, um hier zu warten. Entweder setzt du die Bahn in Gang oder ich mach's. Tja, aber wer würde sie wieder raufziehen? Na gut, na gut. Aber wenn jemand fragen sollte, sagst du besser, du hast mich gezwungen. Ich sehe Rauch, aber nicht viel Aktivität. Rammstein ist doch auch ASMR, der Rauch, oder? Kommt bestimmt von etwas, das die Maschinen zerlegt haben. Und was die Ruhe angeht, tja, wegen all der Aufregung gab es einen Arbeitsstopp. Welche Maschinenarten machen die Probleme? Du hast einen, deinen ersten Film, okay.
Und zwar jede Menge. Man nennt sie Dornrücken. Seltsam ist, dass sie nicht aus dem Schrecken stammen. Sie tauchten plötzlich einfach auf. Keine Jäger, die sie töten. Wusstest du eigentlich, dass viele J-Pop-Mädels eine, habe ich ja letztens bei TikTok gelernt, eine Pornografie-Hintergrundgeschichte haben? Da gibt es ganze Bands, die vorher nur Pornos gemacht haben und jetzt J-Pop machen. Also, keine Ahnung, was da unten abgeht in dem Land, aber... Nur niemand, der Ulvund verärgern will. Er ist der selbsternannte Boss von Captain Katz. Der Arbeitsstopp war seine Idee. Naja, also ich bin nur auf der Durchreise. Ich muss zu einer Gesandtschaft. Sag das doch gleich. So bald wird die nicht stattfinden. Was willst du damit sagen? Du wirst mir meinen Rückweg auf den Berg. Hörst du das? Das ist deine Antwort. Mal nicht. Wer ist das? Ein Kaja Sonnenblitz. Hab ihn gestern runtergebracht, etwa eine Stunde bevor die Maschinen kamen. Er ist ein sehr wichtiger Mann, sagt er jedenfalls. The Last Unicorn. Die Gesandtschaft im Fahrlicht, er ist der, der sie leiten soll. The Last Unicorn. Ich will es nicht googeln. Ist wahrscheinlich wie sowas wie Two Girls, One Cup oder so, oder? Wenn du nicht sofort tust, was ich sage, erfährt der Sonnenkönig selbst von deiner Anmaßung. Dank dir musste ich die Nacht frierend im Zelt verbringen. Völlig ungeschützt. Ich bin fast gestorben. Mich willst du nicht fahren, aber das Nora-Mädchen? Die Wilde? Zur Seite, tauge nichts. Wadis, das ist Aloy. Gelehrter Wadis. Aloy, die Retterin von Meridian. Wirklich? Nun... Das lindert die Kränkung, schätze ich. Ich komme wegen der Gesandtschaft in Fahrlicht. Wie ich höre, du auch. Tja, nicht solange das Tal infiziert ist. Und so erklärte Araman. Ich darf heute nicht mehr vervollnehmen. Ich hatte ein Glas Pepsi. Du bist richtig eskaliert, oder? Und würdigen Hütern. Ein Glas Pepsi. Die Schiff. Ich ziehe weiter nach Fahrlicht. So, Moment, bei Getränke Hoffmann im Angebot, Pepsi. Frei ist. Nicht einen Moment früher. Gut. Der Hauptmann ist ein Freund von mir. Wo ist der Rent? Ich würde gern mit jemand reden, der Taten vorzieht. Nicht Schriften. Wadis. Gelehrter Wadis. Gelehrter Wadis sandte Erend und noch eine Garde am Morgen los, den Weg zu bahnen. Und so geschah es. Hey! Sch! Weiter das Tal runter? Ja, sie wollten in den Ruinen links nach Spuren suchen. Dort gingen sie hin. Okay. Ich hörte, es herrscht Arbeitsstopp. Wo kann ich Sachen herstellen? Der Schmied ist richtig eskaliert. Lässt sich bestimmt seine Werkbank nutzen. Für die Dornrücken solltest du dir Säurepfeile herstellen. Triff ihre Kanister damit und schalte sie schneller aus. Danke. Ich suche Erend und bring ihn zurück. Hey! Wo willst du denn hin? Na, zum Gipfel, um in Sicherheit zu warten. Tut mir leid. Der Fahrer hat strenge Befehle. Keine Passagiere bis zum Pfiff, stimmt's? Ganz genau. Fang mal an zu kurbeln. Wieso? Wieso? Joruf, geleitest du bitte den Gelehrten nach Kettenkatz und wartest da auf mich? Schon dabei. Ich finde Erend und mach den Weg frei. Aber danach keine Ausreden mehr. Fahrlicht. Gesandtschaft. Wenn dies der Wille der Sonne ist? Wie war das? Es wird es. Er schrie, es ist ein Junge, es ist ein Junge und rannte aus dem Hotelzimmer in seinem Bangkok-Urlaub. Ich muss Erend finden. Aber ich sollte vorher meinen Bogen in Kettenkatz verbessern. Ein bisschen nach oben. Ich ja auf dem... Bangkok ist gerade von der Liste gestrichen. Ich würde niemals nach Bangkok in Urlaub fahren. Ey, wenn du nur ein bisschen was trinkst...
Nee, lass mal. Ich habe keinen Platz. Was kommt in meinen Vorrat? Weißt du, bist in der Bar, trinkst 3-4 Bier. Ein Freund von mir ist mit einer Vietnamesin verheiratet. Der hat mir mal Fotos gezeigt von Freundinnen von ihr. Und die kannst du echt nicht unterscheiden, ob das... Also kannst du... Und die sind ja dort richtig angesehen. Das ist ja nicht so, dass das dort irgendwie verpönt ist oder so. Sondern die sind richtig... Das ist akzeptiert in der... Marien, hey! Meine zukünftige. Du Traum meiner schlaflosen Nächte. Du hast geweint, als ich in dir gekommen bin. Ja, vor Freude. Das Spiel ist super hübsch gemacht. Also wenn man überlegt, dass es noch auf der PS4 stattfindet gerade. Diese Maschinen müssen das Lager zerstört haben. Dieses Tal ist definitiv nicht sicher. Aus einer Prüfstätte, wenn ich eine finden kann. Achso, stimmt. So Sprüche kann ja... Ah, fuck. Mag, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ah, fuck. Pfeile mehr. Wie das denn? So, sorry, ich bin wieder da. Die sind erstmal alarmiert. Ich präpiere mich auf 3 Stunden Anatomie morgen. Hör auf, mich zu verwirren. Ach, das ist dann nicht. Keine Ahnung, was gerade, was, über was ihr euch gerade unterhaltet. Tasse. Feuerreißhorn. Okay, der ist neu. Ja, schade, dass das jetzt nicht irgendwie zeitnah mit PC rausgekommen ist. Also, wäre natürlich noch geiler gewesen. Internet ist wie ein dämlicher großer Bruder, es wird keine Peinlichkeit. Ach, mir ist schon lange nicht mehr.
was geht's in dem Spiel? Ihr muss gegen böse Maschinen kämpfen. Und die aussehen wie Tiere. Kennst du nicht Horizon Zero Dawn? Müsstest du doch kennen. Und das ist eben der Nachfolger. Kennst du nicht? Hast du was verpasst? Sollst du mir auf der PlayStation mal angucken, heißen Zero Dawn. Und das ist eben der zweite Teil davon. Mein Rucksack ist voll. Ich pack's in den Fuhr. Also kann ich dir nur empfehlen. Schau dir mal den ersten Teil an, dann. Weißt du, Grünglas ist eine seltene und wertvolle Ressource, kann genutzt werden, um Waffen und zu verbessern. Okay. Ja, aber Anatomie. Anatomie ist easy. Hast du auch Biologie gehabt? Physiologie ist immer ein bisschen das Schwierige. Tote Maschine. Muss ein Dornrücken sein. Vielleicht hat Irv das Muskettengrad sein. Joruf meinte, hier könnte ich meinen Bogen verbessern. Könnte auch was mit meiner anderen Ausrüstung basteln. Der Boden ist mit Säure getränkt. Ob Quatsch, das die schaffst du. War? Bin da guter. Wie sagt man, gute Hoffnung? Nee. Für irgendwen ist das sicher eine Geheimzutat. Wieso hast du in der Schweiz keine Biologie in der Schule? Was ist das denn? Eine Fremde nähert sich. Ist das die Retterin? Möchtest du rein, Retterin? Ja, sehr gerne. Kettenkranz. Willkommen in Kettenkranz, Retterin. Macht auf, Jungs. Befehl von alles Joruf. Mit dem Sasa ins Disneyland zu fahren. Hast du nicht vergessen? Bei der Schmiede. Peter? Aloy, was machst du denn hier? Wird Zeit, dass in diesem Loch mal was Nettes auftaucht. Schön, dich zu sehen. Und keinen Moment zu früh. Komm schon. Die Brauerei ist das Einzige, auf das man hier zählen kann. Hab's gehört. Die Maschinen, Arbeitsstopp. Oh, das sind nur die neuesten Störungen. Kettenkratz pfiff immer schon aus dem letzten Loch. Ja. Und da ist auch schon das größte Problem. Nicht unser Land, nicht unser Problem. Die Dornrücken sind jedermanns Problem. Orwind? Du hast von ihm gehört. Ja. Zu seiner Geschichte trinkt man am besten ein kaltes Bier. Sorry, ich hab die Nachricht jetzt erst gesehen. Peter! Ich bin nur auf der Durchreise. Nach Westen. Oh. Die Gesandtschaft in mal gucken, ob wir das Spiel am Wochenende durchkriegen. Er ist ein wenig wie ein Österreicher, nur recht langsam. Ah. Hey. Natürlich. Wichtige Dinge. Muss mich doch aufs Spiel konzentrieren, ich kann nicht die ganze Zeit das Handy in der Hand haben. Ja, Flammenhaar. Schön, dich zu sehen. Wenn du weiterziehen musst. Petra. Wie eine Schildkröte. Oh, warum? Aber wenn du ein kaltes Bier trinken und mit einer Freundin lachen willst, komm in die Brauerei. Wie du willst. Warum haut ihr gerade... Warum... Was ist los mit euch? Dieser Irrwind riecht nach Ärger. Vielleicht kann Petra Hilfe brauchen. Das habe ich euch aber getan, zuerst muss ich die Werkbank finden und meinen Bogen verbessern.
Was habe ich euch getan, dass ihr jetzt alle auf mir rumhackt? Ich kann nichts machen. Ich kann dich nur die Werkbank benutzen lassen. Ich kann die Spitze schon sehen. Kann die Spitze schon sehen? Die Werkbank ist frei, wenn du an deiner Ausrüstung basteln willst. Willst du die Ausrüstung ver... Wir laden sie zu aus. Yep. Kann ich trotzdem an die Werkbank? Ich werde dich nicht aufhalten. Hier ab. Sogar von Weitem bist du hässlich. Danke. Ich kenne alle hier. Du musst als Hammer sein. Willkommen. So hässlich bin ich gar nicht. Jetzt disst mich sogar schon das Spiel. Waffen-Upgrades verfügbar. Abgeschlossen. Säurejägerpfeil, okay. Kann ich denn das andere auch noch? Eishorngeweih, okay. Ach, kann sogar noch ein Level. Weder weil ich immer so viel loote. Oh, danke für das Wunderhübsch. Das mit dem Klatscher funktioniert noch nicht. Das richte ich aber die Tage ein. Dann könnt ihr euch gegenseitig so wegklatschen. Versprochen. Eine Munition, die Säureschaden verursacht, ist jetzt in deinem Inventar. Scanne Gegner mit deinem Fokus, um Rüstung, ob sie Säure abgeht. Dieser Boarding ruht der Zustand auf. Sobald dieser Zustand entnimmt, die Rüstung des Gegners, so seine Widerstandsschaden ist geringer. Okay. Das könnte hilfreich sein. Jetzt muss ich noch Erend finden und mit ihm die Dornrücken erledigen. Sasa ist wirklich das... Außerdem heiße ich nicht Sasha, ich heiße Sasa. Sasa ist das... Das habt ihr noch nicht gelernt, gell? Red Pirate. Ist das hübscheste Zäpfchen hier im Stream. Wir stehen hier auf der gleichen Seite, Alvand. Die Dorn... Was willst du denn, Alvand? Eine Art Bezahlung? Mein werter Magistrat. Glaubst du, ich bin käuflich? Wenn du willst, dass die Pfeife ertönt, müssen eure Soldaten nur die Dornrücken ausschalten... Und das Konzessionsdekret unterzeichnen? Sieh's ein. Welche Wahl bleibt euch denn? Hallo. Retterin, der Zeitpunkt ist perfekt. Könnten wir eine für das Sonnenreich wichtige Angelegenheit besprechen? Ich wusste gar nicht, dass es einen Globus-Film gibt. Später. Sehr gut. Ich werde warten. Also, die Retterin selbst. Derwals Bezwingerin, Helis Schächterin. Vielleicht. Ich habe viel von deiner Schönheit und deinem Heldenmut gehört, mutige Kriegerin. Olvund Freihalter, stets zu Diensten. Und was hat dich von den feinen Stoffen und Weinen Meridians an diesen Schandfleck einer Siedlung verschlagen? Klonwas ist nicht die ganze Klonwas-Storyline und... Es geht um die Gesandtschaft. Die Gesandtschaft? Ist nicht mein Ding. Wieso bei der Schmiede? Ich bin morgen Abend zu Hause. Unterwegs in einer wichtigen Sache. Das heißt wohl, dass du weiterziehst. Lass uns das mal nächstes Wochenende machen. Sobald ich alle Probleme beseitigt habe, die meine Aufmerksamkeit als Retterin erfordern. Ah, die Dornrücken natürlich. Du musst sie beseitigen, wenn du willst, dass die Gesandtschaft stattfindet. Wahrscheinlich. Also, fang besser an, hm? Ich will jetzt endlich, ich will das Spiel hier gern durch haben. Nicht so schnell. Du hast wohl keine hohe Meinung vom Magistrat.
Nun, ich weigere mich, gute Miene mit fein gekleideten Bürokraten zu machen, während meine Mitarbeiter schikaniert, eingeschüchtert kann ich ja nur beigewinnen werden. Wie nobel von dir. Nobel? Ha. Ich wurde mit dem Hammer in der Hand geboren. Mir hat niemals irgendwer einfach etwas geschenkt. Was ich erreicht habe, habe ich allein geschafft. Und wo ist der Hammer jetzt? Die Bürde der Führerschaft zwang mich, ihn beiseite zu legen. Die Karja riskieren nichts, verlangen aber, dass gute Osaram ihr Leben aufs Spiel setzen. Jemand musste aufstehen und sagen, ohne uns! Wir finden da schon eine Lösung. Wir schreiben bei WhatsApp. Du hast den Arbeitsstopp befohlen? Ja, das habe ich. Wir sind Arbeiter, keine Soldaten. Solange die Karja ihr Chaos nicht beseitigen und uns geben, was uns zusteht, riskiere ich keine Osaram-Leben mehr. Was euch zusteht? Du meinst ein Konzessionsdekret? Es ist nicht mein Dekret. Es ist im Namen all der guten Osaram-Arbeiter dieses Landes, die all die harten Arbeiten verrichten. Seht ihr, bei mir kriegt er keinen Timeout. Nur die Karja daran verdienen. Wir wollen nur die Möglichkeit, an dem Wohlstand teilzuhaben. Ein Land, das jedem das gibt, was er investiert hat. Gut. Und wie hoch wäre dein Anteil? Nur so hoch, dass er meinem Beitrag in dieser Gemeinschaft entspricht, natürlich. Schlaf gut, Maren. Wenn Kettenkratz auf Karja-Land liegt, sollte ein Karja-Anführer sein. Wie kommst du dazu? Durch die Unterstützung lauter guter Osaram, natürlich. Denkst du, ein Karja könnte diese Unternehmung anführen? Ha! Der Magistrat schafft kaum den Weg von Fahrlicht hierher, ohne Schrauben zu verlieren. Also hast du keine echte Autorität. Die Leute folgen dir nur, weil du es sagst. Laut genug. Jeder, der Anhänger hat, hat Autorität. Ich war von Beginn an in Kettenkratz. Ich meine, ich bin praktisch sein Gründer. Und die ehrlichen Bürger wissen, dass ich unverzichtbar für Erfolg bin. Du sagst, du hast Kettenkratz gegründet? Irgendwie bezweifle ich das. Praktisch gegründet, habe ich gesagt. Ich allein habe sein Potenzial gesehen, als es nur ein paar Zelte im Schatten von Fahrlicht war. Ich habe in die Mine investiert, Freunde überzeugt, das auch zu tun, und hier sind wir. Man könnte sagen, dank mir ist Kettenkratz das, was es ist. Ganz schöner Angeber. Dann stehst du nicht einfach nur rum und profitierst von allen anderen? Keineswegs. Klar, ich hole mir hier und da etwas für meine Investitionen zurück. Aber mein oberstes Interesse gilt wie von Beginn an dem Wohlergehen all dieser ehrlich arbeitenden Osaram. Wo ist die Pfeife? Direkt in der Stadtmitte. Aber angesichts der Bedrohung da draußen riskiere ich keine unschuldigen Osaram. Ich werde die Dornrücken ausschalten. Danach wird sich dieses Tal verändern. Wenn es erforderlich ist. Bis dahin sorge ich für die Sicherheit dieser ehrlichen Leute. Sei nur bereit zum Pfeifen. Mal sehen, was der Karja-Magistrat wollte. Ich habe keine Ahnung, was es gerade ging. Ich habe überhaupt nicht aufgepasst. Ich habe mich so auf euch gerade konzentriert. Ja, schon klar. Renn den Fremden einfach um. Ja, der Lava-Action-Mix ist tatsächlich ein bisschen anders als jetzt gerade. Und die anderen schlagen sie. Was ist passiert? Die verdammte Mine ist mir passiert. Es ist ja auch noch immer noch ein bisschen ein Rollenspiel. Und weiter in den Tunneln gräbt. Welche Mine? Nordöstlich von Kettenkratz am Flussende. Ich hatte Corwin schon nach dem ersten Einsturz gewarnt, aber Ulwand hat bestimmt gedroht, den Lohn zu kürzen. Oder schlimmer. Immer mit der Ruhe. Erzähl mir alles. Du wurdest also bei einem Einsturz verletzt? Ja. Vor ein paar Tagen. Deshalb ist mein Bein jetzt kaputt. Corwin und die anderen wollten eine neue Ader öffnen. Ich war woanders beschäftigt. Durch ihre Sprengung brach der Tunnel ein, in dem ich war. Ich wäre vielleicht rausgekommen, wenn ich nicht so todmüde gewesen wäre. Wir wollten zu viel und das zu schnell.
Und du fürchtest, dass es nächstes Mal nicht so glimpflich für Corvind und die anderen ausgeht. Und ich habe mal einen Anschiss bekommen, dass ich immer die Gespräche skippen würde. Seitdem mache ich das nicht mehr. Hat mich mal richtig mal bei YouTube hat. Ich glaube, das war bei Witcher 3, da als ich das erste Mal gespielt habe, auf PS4 noch. Hat mich mal richtig einen an den Kommentaren runtergemacht, dass ich immer die Kommentare, die Gespräche skippen würde. Und seitdem mache ich das nicht mehr. Wieso hat Alvand das sagen? Die Minen gehören doch den Kaja. Erzähl das mal Alvand. Er hat mich richtig fertig gemacht, der Typ. Er hat Ausbeutung gesteckt. Als ob sie ihm wäre. Ist immer noch ein Trauma. Feuer und Spucke. Er denkt, wir gehören ihm auch. Wer ist Corvind? Unser Vorarbeiter und ein verdammt guter. Einer, der weiß, wie man mit unvernünftigen Bossen umgehen muss. Aber Alvand, der geht über Unvernunft weit hinaus. Ich hab nichts gelöscht. Corvind hat versucht, ihn zu beschwichtigen. Er gab sich die Schuld an meinem Unfall. Dabei hat Alvand die Zusatzschichten verlangt. Ein guter Mensch also. Deshalb nehmen wir auch die Überstunden und alles andere in Kauf. Wenn die ganze Mine instabil wird, dann lieber ein wütender Alvand als tot unter Geröll liegen. Ich könnte bei Gelegenheit nach deinen Leuten sehen. Das wäre nett von dir. Danke. Was geht denn mit dem da hinten ab? Ein bisschen gedampft, der Gute. So, irgendwo war hier noch eine... Okay. Da war noch eine Neben... Was ist denn das für ein Fragezeichen? Unbekannt. Hey, ich dachte, du wärst schon weg. Hi, ich bin doch da. Was immer mit der Ruhe heute. Hier wird keiner getimed out. Außer White Pirate. Ich bin ziemlich sicher nüchtern. Seht nur. Ich hab der. Anscheinend meine Hose. Und all die. Oh, Moment. Ich kann schneller rennen. Sven, Svunja hat gesagt, sie bezahlt mich, wenn ich ihn. Timeouter. Hey, Mildorf. Mildorf. Letztes Mal in der Wildnis hatte ich einen Topf von dir dabei. Der hat mich stark gemacht. Ich hätte wohl sogar einen Läufer überrennen können. Das ist schön für dich. Klingt, als ob du hier ganz erstaunliches Essen servierst. Ja, du bist sehr besonders. Du auch noch? Ja, du kannst den Rabatt haben, aber komm später wieder. Ein sehr besonderer Mensch. Ich glaube, du verwechselst mich mit jemandem. Alvand. Schick dich nicht? Nein. Oh, Entschuldigung. Jetzt hab ich's mir mal ein bisschen bequemer gemacht hier. Schergen. Jetzt können wir ein paar Stunden spielen. Und jetzt ist auch noch meine Spezialpfanne. Ich stecke mitten in einer Krise. Könntest du mir einfach sagen, was du willst? Etwas zu essen? Natürlich. Die ist so fame, die muss das nicht selber machen. Machen Albans Leute dir Probleme? Svenja ist so fame. Wir wollen immer nur das Beste. Aber mit der Ausstattung hier kann ich meine Gerichte einfach nicht in großen Mengen kochen. Und von ihrem rechtmäßigen Alvand-Rabatt will ich gar nicht erst anfangen. Und wenn du dich weigerst? Ich mache Essen, keinen Ärger. Wie bist du in Kettenkratz gelandet? Ich hatte von einer neuen Stadt am Rande der Grenze gehört. Wo eine Stadt ist, ist eine Taverne. Und ich brauchte Arbeit. Also kam ich hierher und fing an zu kochen. Hering mit Wolle. Manche Leute hier hatten noch nie einen ordentlichen Eberbeereneintopf gegessen. Naja, da bin ich raus. Ehe ich mich versah, kamen sie immer wieder. Wegen des Essens. Oder des Biers. Dein letzter Kunde meinte, dein Essen habe ihn in der Wildnis stark gemacht. So etwas könnte ich auch gebrauchen. Ich wäre dir wirklich gern behilflich. Besonders, weil du den Anstand hast, höflich zu fragen. Aber meine geliebte Spezialpfanne ist hin. Ohne sie kann ich meine Spezialitäten nicht kochen. Wer weiß, was passiert, wenn ich Alvand oder seine Schläger abweisen muss.
selbst wenn ich die nötigen Zutaten schon hätte... Ich kann man ja nicht an den Haaren kriegen. Erst tun. Ich bin allglatt. Stell dir mal mich in Öl vor. Beim Ölring. Was brauchst du denn? Alter, du hast keine Chance gegen mich. Ein paar Stücke ordentliches Wildfleisch und Bitterkrautstängel. Eine Handvoll. Das war's. Und als Pfanne reicht notfalls vielleicht eine gewellte Metallplatte, bis ich mir eine neue besorgen kann. Du findest sicher eine in einem Wühlerhaufen, wenn du dem Fluss nach Nordosten folgst. Keine Sorge, ich mach sie sauber. Das Wildfleisch und Bitterkraut zu besorgen, wird kein Problem sein. Deiner Kleidung nach kennst du dich mit Jagen und Sammeln ja aus. Danke, Milduff. Ich halte Ausschau. Milduff. So hört sich also Dankbarkeit an. Und du lässt dich nicht herumschubsen, okay? Wenn du meinst. Das sind sehr seltsame Nebenmissionen. Ah, Retterin! Hierher! Retterin, danke, dass du Zeit für mich hast. Und mein Beileid, dass du dir Alvens Geschwafel anhören musstest. Es gibt Schlimmeres. Klingt, als würde er dir nicht die Kopf machen wollen. Der Gedanke, dass die Kaja absichtlich Dornrücken in den Schrecken lassen, ist... Das ist völlig absurd. Kannst du mal aufhören, das Spiel schlecht zu machen, Red Pirate? Sonst kriegst du gleich wirklich ein Timeout. Wie sind die Dornrücken in den Schrecken gelangt? Das weiß niemand. Zuerst wurden sie westlich des Steinbruchs gesichtet. Aber wenn sie nicht fliegen gelernt haben, weiß ich nicht, wie sie über die Berge gekommen sein sollen. Andere Möglichkeiten? Meines Wissens nach nur über Fahllicht. Hör zu. Wenn du dieser Sache auf den Grund gehst, biete ich dir einen wirklich beachtlichen Lohn dafür an. Alvand soll endlich Ruhe geben. Was ist dieses Konzessionsdekret, das Alvand will? Er möchte, dass das Sonnenreich Teile des Schreckens an die Osseram abtritt. Natürlich nur solche Gebiete, die irgendwie wertvoll sind. Lass mich raten. Er profitiert irgendwie davon. Ganz genau. Wenn der Schrecken unter Osseram Gesetz fällt, kann er sich mehr Gelder für ihre zahlreichen Projekte sichern. Und ohne Konzession hat er keine Gelder? Nein. Das Sonnenreich könnte ihre Vorhaben jederzeit stoppen. Deshalb ist diese Konzession so wichtig für ihn. Und den Kaja die Schuld an den Dornrücken zu geben, so absurd das auch ist, spielt ihm in die Hände. Wieso hilft es Alvand, wenn er die Kaja für die Dornrücken verantwortlich macht? Sieh dich um. Wir sind zwar im Sonnenreich, aber in Kettenkratz gibt es doch nur Rost und schales Bier. Die Behauptung, die Kaja ließen Dornrücken los, um Osseram-Arbeiter zu bedrohen und zu unterdrücken. Naja, absolut niemand hier hat die Grausamkeiten des verrückten Sonnenkönigs vergessen. Und da wegen der Dornrücken die Arbeit im Tal lahm liegt, hat Alvand genug Zeit, kaum verheilte Wunden aufzureißen. Und wenn die Osseram erst mit der Konzession die Arbeit wieder aufnehmen wollen, hast du keine Wahl. Korrekt. Der Wiederaufbau von Fahrlicht muss weitergehen. Wie bist du denn hier gelandet? Ich wollte hierher, ob du es glaubst oder nicht. Die Leitung des ganzen Tals im Namen des Sonnenkönigs? Es war eine Ehre. Ist eine Ehre, meine ich. Aber dein Job wäre viel einfacher, wenn jemand wie Alvand dir nicht ständig hineinpfuschen würde. Alvand wird mir erhalten bleiben. Er ist schon länger hier als ich. Er hält sich sogar für den Gründer von Kettenkratz. Ja, ich werde schon mit ihm klarkommen. Ich muss. Die Dornrücken waren also zuerst westlich des Steinbruchs? Ja, einem verstörten. Es ist ja auch ein Rollenspiel, das ist ja normal. Bebte zuerst der Boden und dann kamen sie den Berg heruntergestürmt. Er rannte den ganzen Weg. Kann das auch Weg skippen bis alles, hierher. Aber dann sollte ich dort anfangen. Kackt mich wieder bei YouTube einer an. Findest, hört Alvand vielleicht auf, für alles immer die Kaja zu beschuldigen. Und vielleicht konzentriert er sich dann endlich auf den Wiederaufbau von Fahrlicht.
Ich habe aber auch keine Ahnung, was es da gerade geht. Sorry. Tja, ich habe ihm nicht das Kommando gegeben. Keine Ahnung, was die, wer ist, wer hey. Alvid ist, wer... Ich habe sowas von gerade nicht aufgepasst. Du bist zurück. Weißt du, was wir brauchen? Ich glaube, wir machen jetzt mal wieder ein bisschen Story-Mission, oder? Wir haben jetzt ein paar Nebenquests angenommen und, wie müssen wir denn da lang? Und wohin willst du? Natürlich nehme ich, also ich mag auch Nebenquests und alles, ich liebe das. Wenn ich jetzt, warum sollte ich jetzt nur die Hauptquests durchprügeln? Also bei Far Cry und so war es natürlich jetzt ein bisschen was anderes. Aber ich liebe Rollenspiel, ich liebe, wenn es jetzt nicht natürlich die... Wenn es natürlich, sich jetzt bei den Nebenquests immer um das Gleiche handelt, weißt du, hier bei, wie bei Fallout, ein Siedler braucht deine Hilfe auf dem Niveau. Dann skippe ich das dann irgendwann, aber ansonsten, ey, das gehört nun mal bei mir dazu. Hier ist alles mit Stolperdraht versehen. Hey, du! Es soll sich lohnen, wenn du diese Hühner erledigst. Irgendwas ist immer. Halt durch! Mal sehen, was ich tun kann. Versuch sie in die Stolperdrähte zu locken. Ist ja gerade über den Stolperdraht drüber geklettert, gesprungen, der Arsch. Ah, ich sollte vielleicht nicht während des Kampfes looten. Nase juckt. Komm her. Ja, danke. Die Systeme sind überladen. Hey, gut. Leg sie um, wie du willst. Aber drehte sie besser. Nutze einen Stolperdraht. Da werden die staunen. Das ist saubere Kabelarbeit. Das war der letzte. Oh. Hallo, Schwester. Hallo. Was für ein Tag. Was für ein Tag. Dank der Schmiede, dass du kommst. Stolperdraht ist praktisch, aber Maschinenjagd ist was für Jüngere. Komm schon her. Ich will mich ordentlich bedanken. Das ist Reserve für später. Ja, ist eben die Frage. Man muss natürlich immer gucken, skippt man alles oder... Es ist schwierig. Skippt man die Dialoge oder...
Man will ja auch ein bisschen was von der Geschichte, von der Welt mitbekommen und nicht einfach nur so durchwaschen. Es ist... Also, wenn du es nur für dich spielst, ist es... später zum Vorrat. Komm doch mal kurz, ja? Wenn du es natürlich nur für dich spielst, ist es natürlich was anderes, als wenn du es für tausende von Zuschauern spielst. Wie ich zum Beispiel. Kriegst du die waagerechte? Denk, Hände über die Decke, denk dran. Wo ist er denn? Da ist er. Ich sehe, du bist eine versierte Jägerin. Du hast die Wühler schneller erledigt, als die Garde einen Dornrücken. Dann ist die Garde hier durchgekommen? Ja. Noch nicht lange her. Haben den Dornrücken erledigt und sind nach Süden. Und dann tauchten die Wühler auf, um den Kadaver zu zerlegen. War ja klar. Dann kam noch ein Dornrücken hier durch. Ich sag's dir, hier geht's verrückt zu. Die Garde ging also nach Süden? Vermutlich. Im ganzen Tal wimmelt es von denen. Die Garde schien fest entschlossen, sie auszurotten. Verstehe. Moment mal, Rotschopf. Wenn du im Schrecken jagen willst... brauchst du eine Stolperfalle. Und nicht irgendeine Stolperfalle. Eine von meinen. Kostenlos. Handwerklich solide gemacht. Yep. Hab das Design verbessert, seit Schlaf ich von Kettenkratz weg bin. Hier ist mehr Platz zum Basteln. Und weniger potenzielle... Träum was Schönes von mir. Unfälle. Vom Ölring. Ist in Kettenkratz irgendwas passiert? Wohl eher jemand... Lass mich raten. Orvent. Als ich noch ein Haus in der Stadt hatte, haben ihm meine Waren gut gefallen. Hat immer auf den Orvent-Rabatt bestanden. Ich sagte nein, das hat ihm nicht gepasst. Ich kann es nicht beweisen, aber er hat meine Werkstatt in Brand gesetzt. Seitdem fühle ich mich wohler mit etwas Abstand zwischen uns. Orvent scheint nicht so beliebt zu sein. Der Seilbahnfahrer meinte, dass die Dornrücken erst gestern aufgetaucht sind. Weißt du was über sie? Wie geht's dem alten Kahn? Er und ich sind seinerzeit in allen möglichen Ärger geraten. Einmal da sind... Weißt du etwas über die Dornrücken? Nein. Was Kahn sagt, stimmt. Sie tauchten auf und liefen Amok. Zum Glück kamen du und die Garde genau rechtzeitig, um meinen Hintern zu retten. Ich muss jetzt gehen. Danke für die Stolperfalle. Während du die Dornrücken erledigst, mache ich mich auf den Weg runter ins Jagdgebiet. Weißt du, dass es eine Stolperfallenprüfung gibt? Komm vorbei, wenn du sie versuchen willst. Vielleicht, die Prüfung. Wenn ich alles unter Kontrolle habe. Erin ging also nach Süden. Ich sollte seine Spuren mit dem Fokus finden können. Ich frage mich die ganze Zeit, warum wir jetzt auf einmal wieder alles lernen müssen. Also, wir sind doch voll ausgestattet gewesen. Und wir fangen... Warum? Sachen für den Vorrat. Spuren. Den Berg hinauf. Ernst? Mein Fokus hilft mir, sie zu verfolgen. Eine Ruine aus der alten Welt. Da drin findet sich bestimmt etwas Interessantes. Okay. Das andere Haar. Was haben wir hier drin? Ein Relikt aus der alten Welt. Wie komme ich da hin, um es zu holen? Überschießende Säure. Nicht gut. Schieben!
Keinen Sinn mit der Kiste. Jetzt macht's Sinn. Offenbar braucht man für die Tür eine Art Schlüsselmodul. Vielleicht ist eins in der Ruine. Stimmt. Bestimmt ist irgendwo eins hier versteckt. Warte mal, wie ging das? Ich bin so klug. In den Daten ist ein Code für die verschlossene Tür. Aber ich brauche noch ein Schlüsselmodul. Nicht gut. Der Zugwerfer nützt mir hier nichts. Ich glaube, ich bin doch nicht so klug. Ich glaube, ich bin, warte mal, kann ich denn... Eine Kiste, die sollte hilfreich sein. Ich kann ihn da nicht festmachen. Bin ich jetzt hier drin gefangen? Leute, ich bin dumm. Komme ich noch von der anderen Seite ran? Ich habe keine Ahnung, was ihr gerade für ein Spiel spielt. Hey, eben hat sie gesagt, das kann ich da nicht festmachen. Will die mich verarschen? Ihr habt das doch auch gehört, dass sie das gesagt hat. Ich weiß schon, warte mal, ich muss so kurz hin. Monitor, der geht sonst in Standby. So, irgendwo. Sinnlos, die Zugwerfer zu nehmen. Ich bin so klug. Okay, ich muss einen Schlüssel für die Tür finden. Könnt ihr mich mal loben, wie klug ich bin?
unten geht die Ruine weiter. Wohin jetzt? Luke geht raus. Von da. Okay, ich komme nicht mehr an den Vorsprung. Ich muss wohl anders da hoch. Weil die immer alles kaputt machen muss. Schade. Warte mal. Ich mag ja solche Rätsel überhaupt nicht. Bin so schlecht drin. Okay, wir müssen irgendwie da hoch. Ah. Was mehr Licht hier unten. Ah. Vincent. Du Traum meiner schlaflosen Nächte. Runter damit. Gott, ich bin so klug. Das ist ja eigentlich schon nicht mehr... Also... Läuft mega gut auf PS4. Ich hab nur Probleme gehabt, die Game Capture heute zum Laufen zu kriegen. Genau, wir können nicht alle Schinkenkäse sein. Okay. Wo geht's hier wohl hin? Boah, eigentlich hasse ich solche Rätsel. Ein Schlüsselmodul. Wehe, das lohnt sich jetzt nicht. Der Film war übrigens besser als gedacht. Ah, okay. Also sollte ich ihn mir doch angucken. Kann mir einer mal erklären, warum diese Kisten so buggy sind?
Achso, ich muss ja von der anderen Seite ran. Hat sich auf jeden Fall gut unterhalten, ja. Ich glaube, wenn man Uncharted mag, dann wird man den Film auch mag. Tom Holland ist immer aktuell nicht verkehrt. Okay, mal sehen, ob der Schlüssel passt. So. Man braucht wohl auch einen Code. Vielleicht helfen mir die Daten, die ich gesammelt habe. Ich habe Daten gesammelt. Wo habe ich denn Daten gesammelt? Ihr persönlicher Zugangscode lautet... Cool. Haben Sie geparkt, Lizenz, um die Sicherheit zu gewährleisten? Add, Raute und Ausrufezeichen. Add... Warte mal. Add ist... ja. Lu? Wir haben doch alles. AZF? Abzockfotze? Oh, tschö. Warte mal, da hinten ist noch was. Alter, wenn sich die Scheiße jetzt nicht lohnt, ey, dann drehe ich durch, dann deinstalliere ich das Spiel. Da jetzt nicht die Mega-Mörder-Rüstung drin ist. Sie suchen mich. Das habe ich doch gescannt, das Ding hier. Ach, da unten, ich hätte mal... Oh. Hätte man vielleicht mal die Nachricht ganz lesen sollen. Ach, sei ruhig, Draco. Ich bin alt. Als ob ihr das besser gemacht hättet. Seid mal nicht so. Warum seid ihr denn jetzt so? Ich hab's ja 05 war das, gell? Warum seid ihr jetzt so arschig?
Hättet ihr auch nicht besser hinbekommen. Ich hoffe, das lohnt sich jetzt. Also diese Truhen, guck mal, diese Truhen sind absolut buggy. Du kannst ja nicht drauf springen, da musst du so dran springen und dann drauf. Also diese Kiste ist buggy. As fuck. Seid ihr so gemein zu mir? Pass auf, der Code stimmt jetzt nicht. 17.0. Ha! 1 von 9. Ich behalte das lieber. Vielleicht kriege ich später raus, was ich damit mache. Ja, geil. Hat sich ja richtig gelohnt. Noch der EP gab's gut. Wieso sind wir schon Level 6? Level 5. Wir sind dir sehr dankbar, Retterin. Nur Aloy. Aloy reicht schon. Erend hat erwähnt, dass Titel nicht dein Ding sind. Ihr seid Gardisten. Wir begleiten Wardis wertvollen Hintern zur Gesandtschaft. Wenn wir diese Dornrücken loswerden. Wir sollten Kettenkratz im Auge behalten. Dann tauchten diese Viecher auf. Den ersten habe ich schnell erledigt. Aber ich konnte nicht rechtzeitig ausweichen, als er fiel. Ich habe dir gesagt, dass du vor einem Einsatz nicht so viel essen sollst. Ich sollte jetzt wohl mal los. Ich weiß schon, dass ich mit euch keine Rollenspiele spielen werde. Lass ich keinen auf mich drauf fallen. Fallout oder so. Vielleicht willst du ein paar hiervon mitnehmen. Sind recht praktisch im Kampf. Danke. Mach's gut, Aloy. Hässlichen Glatzkopf? Hast du schon wieder ins Spiegel geguckt? Verwende Rauchbomben, um Gegner in der Nähe zu... Verwende Rauchbomben, um Gegner in der Nähe zu verwirren, zurück in die Tarnung zu flüchten. Rauchbomben können auch unter Wasser eingesetzt werden. Rauchbomben können unter Wasser... ja, macht Sinn. Bangkok RP, ja. Das ist mein größter Stolz. Tja. Dafür musst du immer Haare waschen. Ich muss nicht. Mal sehen, wohin sie führen. Ach, die Geschichte. Ah. Brauchst du sonst noch was? Ist dem Kettenkratz irgendwas passiert? Leute, die immer die Größe von ihrem Schlong angeben, haben in Wirklichkeit einen ganz, ganz kleinen. Lass mich raten. Orwend. Als ich noch ein Haus in der Stadt hatte, haben ihm meine Waren gut gefallen. Hat immer auf den Irvend-Rabatt bestanden. Ich sagte nein, das hat ihm nicht gepasst. Ich kann es nicht beweisen, aber er hat meine Werkstatt in Brand gesetzt. Das Thema hat er doch eben schon Seitdem mal, oder? Fühle ich mich wohler mit etwas Abstand. Ich sollte weiter. Ich hab grad ein Déjà-vu. Ja, ich bin auch gern unterwegs. Nur zu. Dem haben wir doch eben uns unterhalten. Boah. Killer.
Wollte mal was testen. Das klingt nach einem heftigen Fighter. Irgendjemand, der mächtig Spaß hat ohne mich. Klingt, als wäre jemand am Kämpfen. Das ist in meinem Vorrat, wenn ich es brauche. Es leckt gerade so ein bisschen bei OBS. Ach, er schon wieder. Einer weniger! Das hier! Dafür wurde ich geboren! Keine Buchhaltung! Keine öden Patrouillen am Nachmittag! Schön, dass sie so viele Charaktere aus dem ersten Teil mit übernommen haben. Nur der Kampf! Aloy? Erend! Autsch. Den hat er nicht kommen sehen. Wo du bist. Ich mach den Rest. Natürlich macht sie das. Diese Dornrücken haben Säurekanister auf dem Rücken. Ich kann eine Kettenreaktion auslösen, wenn ich sie mit Säurepfeilen treffe. Mach sie zu Schrott, ey, Leute. Deinen Freund getötet. Sollte ich das gar nicht? Ah, sie hat eine Säure für. Erledigt. Komm, bei dem haben wir mal ein bisschen Spaß hier. Was? Wie Hammer auf Metall. Komm rein, lauf. Aha. Wenn man da dann irgendwann mal ein bisschen drin ist, so mit den Waffen und alles, dann ist das echt. Was wollte ich sagen? Dann ist das die Mechanik sehr, sehr gut. Aber ich muss erstmal looten, sorry. Genau zur rechten Zeit, wie immer. Tja, du hattest den schweren Teil für mich. Blieben nur ein paar Nachzügler. Wie schlimm ist es? Das hier, wer braucht schon Rippen? Oh. Schon gut, schon gut.
Okay, tja, du bist nicht bis in den Schrecken gekommen, um zuzusehen, wie ich verprügelt werde. Worum geht's? Die Gesandtschaft muss stattfinden. Dann kann ich nach Westen. Und was ich beim Turm getan habe, was wir taten, hat die Gefahr nicht beseitigt. Nur verlangsamt. Es gibt noch mehr zu tun. Wirklich? Das ist großartig. Ich meine, nicht der Gefahr ist nicht vorbei, Teil, der ist nicht so toll. Aber hey, was immer du bekämpfst, dein Speer, mein Hammer, wie in alten Zeiten. Oh. Erend, ich brauche die Gesandtschaft jetzt. Ich kann nicht auf deine Heilung warten. Ein paar Tage Ruhe, mehr nicht. Eigentlich, selbst wenn du nicht verletzt wärst, was ich tun muss, das mache ich besser allein. Allein. War ja klar. Allein. Erend! Ich störe euch Turteltauben nur ungern, aber ich bin ziemlich erledigt. Weichei. Ja, stell dich nicht so an, ich komme. Oh, es wird ja immer besser. Hör zu. Ich lass mich zusammenflicken. In Fahrlicht. Wenn die Gesandtschaft stattfinden soll, brauchen wir diesen Sonnenpriester, den gelehrten Wadis. Oh, den kenne ich. Ich befreie das Tal von Dornrücken und schicke dann Wadis nach Fahrlicht. Dort treffe ich dich. Schätze, das ist eine Art Lebwohl. Wie bitte? Du bittest? Wäre das erste Mal. Was willst du damit sagen? Hey, vergiss es einfach, ja? Es ist nichts. Klingt aber nicht so. Ist krass, dass heute so wenig Leute online sind. Nach der Schlacht am Turm, als du fortgingst, du bist ohne einen Handschlag aufgebrochen. Leute wie ich haben an deiner Seite gekämpft und geblutet, Aloy. Und du haust ab. Wer tut schon sowas? Erend, hör mal. Tut mir leid, es war nicht leicht für euch, als ich fortging. Und es ist auch jetzt nicht leicht, aber was ich getan habe. Das Leben auf der Erde ist in Gefahr. Und nur ich kann es retten. Das Leben auf der Erde? Ja. Alles wird sterben, wenn ich scheitere. Und dann lass mich helfen. Oh. Das geht nicht. Wir müssen nicht gegen Maschinen oder böse Typen kämpfen, was ich tun muss. Ich kann es nicht mal erklären. Nicht bei Menschen, die mir wichtig sind. So viel zu nützlich sein. Okay. Erend! Bei der Schmiede. Das war mein Stichwort. Vielleicht sollte ich mit euch nach Fahrlicht gehen. Nein. Du bist anderswo gebraucht. Wie es scheint. Wir kommen ohne dich klar. Das klingt nicht gut. Du wirst dich alleine darum kümmern müssen. Wir halten dich nur auf. Jetzt, wo bist du denn jetzt so? Was haben wir denn noch an Nebenmissionen jetzt hier? Ist alles weit weg. Nix direkt in der Nähe. Das klingt nach einem großen Vieh.
Was machen diese Osaram hier draußen? Los, schnell ausweiden, bevor die Wühler kommen. Jungs, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, was ihr hier macht. Oh, der Dornrücken will sie angreifen. Noch eine für den Schrottplatz. Du kamst genau richtig, Nora. Geht lieber zurück nach Kettenkatz, bevor noch was passiert. Nicht bei der ganzen Beute, die hier liegt. Na los, Leute, weitermachen. Ja, ja, euer Ding. Danke für den Loot. Das ist der Steinbruch, den Kulis nennt. Erledige diese teure Spucke. Ich kann sie doch herausfinden. Mal löse. Die Osseram sind wohl entschlossen, sich zu wehren. Eine Maschine weniger. Die Säurespucke haben Freunde mitgebracht. Ha, ha. Seht mal, wie das Ding umfällt. Noch einer weniger. Easy. Achtung! Ah! Ja, ausgelöst. Alter! Alter! Nix mit easy. Nicht. Da muss ich denn verschießen? Eine Maschine. Ja, jetzt funktioniert. Super. Cool. Danke. Danke fürs Gespräch. Ah, wo kommt der denn her? Noch einer weniger. Ja, fliegen. Ich hänge. So, der Steinbruch ist sicher. Fremde, komm doch mal her. Wir müssen reden. Bitte heißt das. Immer noch bitte. Aber erstmal muss ich looten. Das verstaue ich für später. Uiuiui, das war knackig. Das war knackig. Sind die ganzen...
kann ich denn nicht looten? Ja, toll. Fremde, komm doch mal her. Wir müssen reden. Ja, ich bin da schon auf dem Weg. Wo bist du denn? Wir sollten vielleicht auch mal anfangen, mal Fertigkeiten. So, jetzt können wir reden. Keine Ahnung, was eine Nora hier macht, aber wir schulden dir was. Definitiv. Wir haben uns ferngehalten und auf die Garde gewartet, aber einer der Dornrücken griff uns an. Und dann kam es zu einer gewaltigen Auseinandersetzung. Geht es allen gut? Wir haben gute Leute verloren. Aber dank dir haben wir noch den Steinbruch. Jetzt ist es immerhin ruhig. In einem aktiven Steinbruch sollte es in den Ohren dröhnen. Aber die Pfeife in Kettenkratz erklingt nicht, also können wir nur aufräumen. Braucht ihr die Pfeife zum Arbeiten? Meine Leute und ich, wir sind hier nur kleine Zahnräder. Solange Alvin nicht pfeift, bleiben die Hammer liegen. Und wenn wir ohne seine Erlaubnis arbeiten, feuert er uns. Meine Leute haben schon genug durchgemacht. Hat Alvin so viel Macht? Er hat Geld und genug Verbindungen, um unsere Feuer auszulöschen. Bei den Dornrücken hätten wir fast bessere Chancen. Woran arbeitest du mit deinem Trupp? Wir sollen in Alvins Parzelle arbeiten, Steine zur Verstärkung von Fahrlicht abbauen. Doch der Arbeitsstopp und die Dornrücken haben uns aufgehalten. Ich habe diese Biester noch nie zuvor im Schrecken gesehen. Wo zum Schmiedefeuer sind die hergekommen? Ich weiß nicht. Zumindest noch nicht. Ich muss aufbrechen. Bleib gesund. Dank dir könnte das heute tatsächlich möglich sein. Bleib geschmeichelt. Okay. Ich glaube, ich habe die meisten Dornrücken erledigt. Kettenkratz kann wieder an die Arbeit. Ich überbringe Irwin die gute Nachricht. Und wo dies? Vielleicht kann die Gesandtschaft dann endlich stattfinden. Ja. Ich aus dem Vorrat nehmen, wenn ich es brauche. Überbrücken können wir ja noch nicht, gell? Was? Da, 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 da.
Okay, wir gehen mal weiter. Moinzen! Zeit, Alvin zu überreden, zu pfeifen und wo er dies nach Fahrlicht zu bringen. Ja, du! Ich? Hey, sag Nora so hallo? Ja. Sie betrunken? So sagen wir Hallo. Und dann klauen wir euch eure Vorratskisten. Hey! Der will noch nicht mit mir sprechen. Der will noch nicht mit mir sprechen. Dann haben wir wohl ein neues Thema. Ist eigentlich noch jemand da? Oder seid ihr jetzt alle eingepennt? Ah, du bist ja noch hier. Ich habe alle Dornrücken erledigt. Oh, wirklich? Jetzt, wo du den Schock verdaut hast, ist es Zeit zu pfeifen. Oh, nicht so schnell. Ich muss jemanden schicken, der die Abschüsse bestätigt. Sicherstellen, dass das Tal wieder sicher ist. Sollte nicht länger dauern als ein... 2 Tage. Nein, du benutzt jetzt die Pfeife. Wir reden hier von unschuldigen Osseram-Leben. Die Verzögerung wird... Entweder tust du es jetzt oder ich mach's. Ha, ich wusste, dass du es schaffst. Freunde, versammelt euch. Der Typ ist mir nicht geheuer. Die Retterin von Meridium hat es wieder geschafft. Die Dornrücken sind besiegt. Du. Was? Die Pfeife soll ertönen. Captain Kratz ist wieder im Geschäft. Großartig. Toll. Yay. Yay. Und Alvin hat zugestimmt, den Arbeitern persönlich den verlorenen Lohn zu zahlen. Yeah. Das ist schon besser. Yeah. Ja. Ja. Musst du nicht zu einer Gesandtschaft? Ja, das muss ich wohl. Händler sind jetzt verfügbar. Ah, okay. Du kannst deine Ausrüstung kaufen, deine Rohstoffe aus und deine Händler unbenötigt verkaufen. Kannst du immer gut verkaufen. Jetzt, da die Arbeit in Kettenkratz wieder läuft, sollten die Händler wieder offen sein. Ich sollte schauen, ob sie was Nützliches haben, bevor ich Wardis nach Fahrlicht schicke. Deswegen konnte ich eben mit dem nicht reden. So, warte mal, wie kann ich denn verkaufen? Okay, Werkzeuge kaufen. Ja, mit Rüstung tue ich mich immer so ein bisschen schwer. Was war das? Achso, hier ist Werkbank. Natürlich bitter, wenn wir dann irgendwann noch bessere... Entschuldigung. Das sind ja Sachen, die jetzt hier nicht selten sind.
sind ja keine Sachen, die übelst selten sind. Ich hab hier nur das Beste für dich, Rotschopf. Was hat er so? Komm gerne wieder. Wir gucken erstmal. Bin ich endlich dran? Dein Hammer. Bei dir kann ich leider nichts machen. Die feiern. Outfits, Rüstung. Die feiern. Das freut mich. Muss man lang. Da? Ja, da muss man lang. Der Weg nach Fahrlicht ist frei. Bewegung. Du bist nicht Gardist, Ehrend. Ich gehe erst weiter, wenn der Hauptmann... Wenn ich einen Dornrücken beseitigt habe. Und das habe ich. Befehl des Hauptmanns. Ihnen geht es also gut? Angeschlagen, aber sie leben. Und sie warten voraus auf dich. Aber ich sollte doch 3 Eskorten haben. Ich gehe nach Fahrlicht, Bordis. Wie Aloy gesagt hat, Befehl des Hauptmanns. Du kannst hierbleiben. Ich? Dem Gesindel überlassen? Sicher nicht. Ich schätze, dann kommst du wohl mit mir. Wir sehen uns dort, Aloy. Ach, der Arme. Muss er diesen Wagen alleine ziehen? Ey, was ist denn das für ein... Tja, nachdem das erledigt ist, kann die Gesandtschaft endlich stattfinden. Wenn ich durchkomme, kann ich Silence aufspüren. Hades. Vielleicht sogar ein Gaia-Backup. Dann kann ich direkt nach Fahrlicht gehen. Oder mich erst noch im Schrecken umsehen. Und vielleicht Petras Drink annehmen. Ja. Aber nicht mehr heute.